Eines muss man der US-Notenbank Fed lassen. Sie hat es geschafft, die Märkte komplett zu narkotisieren. Erst dieses Fed-Statement, ziemlich hawkisch. Da zeigte sich in den Dotplots, dass einige schon 2022 die Zinsen anheben wollen. Die Märkte ein bisschen geschockt, aber dann kamen viele Fed-Speaker, unter anderem Jerome Powell, und hat die Märkte beruhigt. Och, war doch alles nicht so gemeint. Nun macht euch doch mal locker. Und die Botschaft ist angekommen. Man glaubt an dieses ewige Goldilocks-Szenario. Man glaubt an die ewige Unterstützung durch die Notenbanken. Und so sind die Märkte so ein bisschen narkotisiert, ein bisschen hirntot, hat man das Gefühl. Das beobachtet übrigens auch Mohammed El-Erian, Allianzberater, ja jetzt ehemaliger Chef von PIMCO. Dow Jones um 9 Punkte gestiegen, 0,03%, der S&P ebenfalls um 0,03% und der Nasdaq, Tech ja wieder besonders gesucht, um 0,19% gestiegen. Bei den Anleihen, die Sie hier sehen, die Anleiherenditen, da tut sich auch praktisch nichts. Also die Märkte so ein bisschen komplett im Sommer, Lull und Lall, da ist überhaupt nichts los. Und das ist natürlich eine Folgewirkung der Tätigkeiten der verbalen Aussagen der Notenbanken, insbesondere der Fed. Schauen wir uns mal gestern die Umsätze beim Spider an, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Gestern keine 36 Millionen wurden hier gehandelt. Das Durchschnittsvolumen so, naja, 75 bis 80 Millionen, also etwa locker das Doppelte. Wir sehen also, dass da überhaupt nichts los ist. Wir haben in dieser Woche schon mal oder in der letzten Woche auch 45 gehabt, 49. Aber 35 habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Also da ist überhaupt nichts los. Wir hatten am 18.06. am Verfallstag etwa 118 Millionen. Da ist der S&P ja richtig nach unten gegangen, um 1,67% gefallen. Aber jetzt haben wir so diese Lull-Lall-Märkte, 0,2%, gestern 0,0 irgendwas Prozent. Also keiner will irgendwie raus aus dem Markt, weil alle schon drin sind, hat man das Gefühl. Wenn irgendetwas verändert wird, dann rotiert man derzeit von Value in Growth und dann später wird man wahrscheinlich wieder von Growth in Value zurückrotieren. Nullsummenspiel in der Summe, also intellektuell durchaus überschaubar. Worum geht es der Fed? Es geht ihr wahrscheinlich, diese massiven Zugewinne an Marktkapitalisierung der Aktienmärkte nicht allzu stark zu gefährden. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir hier über 200% des BIPs an Marktkapitalisierung haben, was die US-Märkte betrifft, weit über 40 Billionen Dollar. 9 Millionen, gut 8 Millionen ist jetzt etwa die Bilanzsumme der Fed. Also da ist schon einiges am Start. Und wir haben gestern wieder mal die Situation gehabt, nicht nur, dass wir jetzt 4 Handelstage in Folge neue Allzeithochs gemacht haben, auch auf Schlusskursbasis bei S&P 500 und in Nasdaq. Nein, wir haben auch wieder die Situation, dass nach wie vor weniger als 50% der Aktien im Aufwärtstrend sind, also über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Und das Ganze hatten wir seit 1927, also die Kombination Allzeithoch und eben weniger Aktien unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt, erst 18 Mal seit dem Jahr 1927 und alleine dreimal in den letzten 4 Tagen, also von 18 Vorkommen seit fast 100 Jahren sind 3, also ein Sechstel, in den letzten 4 Tagen passiert. Normalerweise, wenn man sich anschaut, was im Umfeld solcher Daten passiert ist, neue Allzeithochs und weniger als 50% der Aktien im Aufwärtstrend, ist das Chance-Risiko-Verhältnis dann 6 bis 12 Monate später folgend nicht allzu toll, aber Stocks always go up. Es kann ja nicht anders sein, nicht wahr? Wir sehen jetzt wieder verstärkte Rotation raus aus Value in Growth, weil man das Mantra der Fed glaubt, die Inflation wird der vorübergehende sein. Dementsprechend kauft man jetzt eher wieder Deflationsassets statt Value, die ja eher Inflationsassets sind. Da ist also ein klarer Trend erkennbar. Und insgesamt, wenn wir das übergeordnet mal anschauen, dann ist das Verhältnis von Tech zu Value jetzt extremer als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Das ist wirklich erstaunlich. Wir haben also hier eine immense Fokussierung wieder auf den Tech-Sektor, jetzt im übergeordneten Bild. Wir sehen auch hier Dow Jones jetzt zum Nasdaq wieder auf einem Tiefpunkt, kann man sagen. Wir waren da nur auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, war der Nasdaq noch ein bisschen stärker in Relation zum Dow Jones. Also es ist die Rückkehr dieses Gedankens, okay, das wird alles in den Griff bekommen mit der Inflation. Die Fed wird da kein Problem bekommen. Wir haben Goldilocks, wir haben gute Wirtschaft, wir haben
tolle Zahlen der Unternehmen und wir haben eine Fed, die ewig stimulieren wird. Und diese Rallye bei Fed ist natürlich auch dadurch bedingt, dass die Märkte eine Zeit lang diese Reflationsstory gespielt haben. Also, oh, die Inflation wird doch stärker wachsen, dementsprechend kaufen wir jetzt Value. Also sind viele raus aus Tech. Hier sehen wir massive Abflüsse eben in den letzten Wochen. Und jetzt müssen alle wieder rein, alle raus, alle rein, immer das Gleiche, aber alle machen dasselbe. Und das ist dieses Gruppendenken, dieses Herdendenken, das an den Märkten induziert durch die Notenbanken Einkehr gehalten hat. Jetzt ist die maßgebliche Begründung der US-Notenbank Fed, warum man so agiert, wie man agiert, der US-Arbeitsmarkt. Jetzt hat zum Beispiel gestern Richmond Fed Chef Barkin gesagt, ja, also wir können doch jetzt die Geldpolitik noch nicht so straffen, denn der US-Arbeitsmarkt, der hat noch einiges Verbesserungspotenzial. Da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Ah, ist das so? Wenn wir uns mal anschauen, wann die Fed eigentlich begonnen hat, ihre Bilanzsumme massiv auszuweiten, dann war das im Jahr 2019. Da hatten wir eine Arbeitslosenrate von 3,5%. Also wir sehen, dieser Arbeitsmarkt ist für die Fed wahrscheinlich nur eine Ausrede. Das ist sozusagen nur irgendwie das Mantra, das man irgendwie noch als letzte Zuflucht hat, weil man eben diese Assetblase nicht anstechen will. Man fürchtet, wenn man da mal reinpiekst in diese Blase, dass sie dann platzt, statt dass nur Luft entweicht. Also ist man extrem vorsichtig und sagt sich, wir tun besser nichts und was könnten wir hier für eine Begründung finden. Ah, der Arbeitsmarkt, ja, da ist doch hier ein toller Punkt. Genau, ähnliches sagte heute Waller oder gestern Waller von der Fed. Der ist erst seit Ende 2020 jetzt dabei oder neu nominiert worden, der gesagt hat, ja, also Unemployment, das ist für uns sozusagen die maßgebliche Größe. Erst wenn hier die Arbeitslosigkeit wieder deutlich fällt, dann könnten wir mit dem Tapern beginnen. Und wenn wir mit dem Tapern, also der Reduzierung der Anleihekäufe, beginnen, dann machen wir das mit den sogenannten Mortgage-Backed Securities, also diesen hypothekenbesicherten Anleihen, von denen die Fed etwa derzeit ein Drittel aller Papiere besitzt, die am Markt sind. Also das ist schon eine sportliche Zahl. Und zweitens hat man in den letzten Wochen massiv dazu gekauft bei diesen Mortgage-Backed Securities, damit den US-Immobilienmarkt noch weiter angeheizt. Aber hier also jetzt scheint Konsens zu herrschen, dass man erstmal diese MBS, diese Mortgage-Backed Securities-Käufe einstellen oder zurückfahren wird. Durchschnittlich, so hat man versprochen, wird man 40 Milliarden kaufen von diesen MBS, insgesamt das Volumen von QE ja 120 Milliarden. Jetzt eben schauen wir uns mal diesen US-Arbeitsmarkt an. Wie schaut es denn da aus? Da hatten wir gestern Consumer Confidence aus den USA. Da werden die Leute gefragt, ja, ist es schwierig oder leicht, einen Job zu finden? Da haben 54,4% gesagt, ja, es ist plentiful, also es gibt viele Jobs, gar kein Problem. Hard to get, also schwierig Jobs zu finden, nur 10,9%. Das ist jetzt die größte oder einer der größten Differenzen in den letzten 55 Jahren. Also der Arbeitsmarkt bietet viele Jobs offenkundig. Wir hatten den JOLTS Report mit über 9 Millionen offenen, unbesetzten Stellen vor einigen Tagen. Dementsprechend ist der Arbeitsmarkt eigentlich ganz gut aufgestellt. Nur das Problem war, dass die Leute keine Lust hatten zu arbeiten. Dazu gleich mehr. Jedenfalls bekommen wir heute 14.15 die US-ADP-Arbeitsmarktdaten, die dann so eine Vorausschau auf die großen Non-Farm-Payrolls am Freitag sind. Zuletzt waren wir bei knapp 1 Million. Könnte überraschen auf der Oberseite nach meiner Auffassung, denn die Leute hatten schlichtweg keine Lust zu arbeiten. Warum? Weil sie halt eben die Arbeitslosenunterstützung so bekommen haben. Naja, warum soll ich dann arbeiten gehen, haben sie sich gedacht. Die sind aber jetzt in vielen Bundesstaaten ausgelaufen. Jetzt am 26. Juni vor allem wichtig in Florida und Texas. Da also diese sehr bevölkerungsreichen Bundesstaaten, da gibt es jetzt keine Kohle mehr, auf Deutsch gesagt. Und dann denken sich die Leute, ja, da muss ich mir halt mal wieder einen Job suchen. Und die Jobs sind plentiful, die sind also durchaus da. Dementsprechend dürfen wir jetzt nicht nur heute vielleicht und am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten, sondern in den nächsten Monaten sehr gute US-Arbeitsmarktdaten sehen. Und was kann diese ganze Geschichte so ein bisschen ankratzen? Nämlich insgesamt dieses Goldilocks-Szenario, eine Fed, die eine Ausrede hat mit dem Arbeitsmarkt, ansonsten die Füße stillhalten will, um die Bewertungen nicht hinterfragen, die an den Märkten sind. Das ist eben das Thema Inflation. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Amerikaner ja an ihrem Infrastrukturpaket basteln, auf der einen Seite, gleichzeitig die Chinesen aber Ähnliches tun. Die haben jetzt derzeit auch wieder ihre Infrastrukturausgaben deutlich erhöht. Wir sehen also, da tut sich was und das schafft natürlich eine immense Nachfrage nach Rohstoffen, nach Dienstleistungen. Wir sehen hier zum Beispiel die Containerraten, also was es kostet, hier einen Container
zum Beispiel von Los Angeles nach Shanghai zu schippern oder andersrum. Da sehen wir hier Los Angeles, Shanghai jetzt über 12.000 Dollar teilweise ein Container. Wir sehen also, dass diese Containerraten weiter explodieren für viele wichtige Routen wie Rotterdam, New York oder Shanghai. Rotterdam, da ist also keinerlei Entspannung zu sehen. Das bedeutet, die Kosten für die Unternehmen, die steigen weiter. Und das ahnen die Konsumenten. Gestern eben in dieser Umfrage der Konsumentenstimmung sehen wir, dass man jetzt so eine starke Inflation erwartet, wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr, von über 6% für das nächste Jahr. 6%, das ist eine Hausnummer. Und solche Erwartungen schaffen Fakten, weil die Leute sich sagen, ja, die Preise werden steigen, kaufen wir doch eher jetzt. Das ist sozusagen diese self-fulfilling prophecy, die man immer wieder sieht. Und in Sachen Liquidität, in Sachen Narkotisierung der Märkte ist auch die EZB ganz fleißig dabei. Die hat jetzt ihre Bilanzsumme mal eben um 140 Milliarden Euro gesteigert. Das ist der größte Anstieg seit März. Jetzt sind wir bei 7,877 Billionen an Bilanzsumme bei der EZB. Das entspricht 79% der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Die Bilanzsumme der Fed dagegen bei 37% des BIPs, die Bank of Japan bei 133% und die Bank of England bei 39%. Also da haben wir das Vorbild Japan. Die Amerikaner haben noch sehr, sehr viel Potenzial, könnten die Märkte noch mehr narkotisieren. Wir haben jetzt alleine gestern Reverse Repo Volumen gehabt von 841 Milliarden Dollar, neuer Höchststand. Was passiert da im Interbankensektor? Die Banken parken Cash bei der Fed und bekommen dafür Staatsanleihen. Misstrauen die sich untereinander? Warum wird das Geld bei der Fed geparkt? Warum leiht man es nicht an Konsumenten, an andere Banken? Das ist ja das Auffällige. Die Fed hat ja immer gesagt, wir wollen die Kreditvergabe stärken in der Corona-Krise. All das ist nicht passiert. Also dieses QE ist nicht wirklich erfolgreich volkswirtschaftlich gesehen. Es hat nur einen Effekt, das hat die Assetpreise nach oben getrieben. Und die sind jetzt so aufgebläht, dass die Notenbank in der Falle sitzt und gar nicht anders kann, als die Märkte weiter zu streicheln, weil sonst macht es Bums und das will keiner riskieren. Und so geht dieses hirnfreie, wir laufen ein bisschen nach oben unter dünnsten Umsätzen scheinbar erstmal weiter. Mal gucken, wie heute die ADP-Arbeitsmarktdaten ausfallen. Das wird wahrscheinlich das wichtigste Datum heute. Jetzt erstmal einen guten Start in diesen EM-freien Tag, nachdem Deutschland ja glorreich ausgeschieden ist mit dieser glorreichen Taktik von Jogi Löw. Vielleicht sollte man irgendwann mal eine zeitliche Begrenzung für Bundestrainer einführen. Denn der Jogi, der hatte seinen Zenit schon ein paar Jährchen überschritten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt erstmal einen guten Start. Servus, ciao.